Heuspielen macht Freude für Kleine und Große. Ab 6 Jahren bis ins hohe Alter hilft Heuspielen durch homolaterale und gekreuzte Bewegungen, die beiden Gehirnhälften gut miteinander zu verbinden. Man kann darin sehr geschickt werden, aber man muss eben üben. Und dieses Üben macht aber auch viel Freude und gibt einem einen gewissen Stolz, wenn man dann ein Muster, was man sich vorgenommen hat, lernt zu beherrschen. Man muss also nicht selber sehr kreativ sein, sondern kann sich eine Übung zeigen lassen und an der arbeiten, bis man sie kann. Schön ist dabei auch diese Drehung um die eigene Körperachse oder die Drehmöglichkeit der Wirbelsäule. Und da lassen sich sehr komplizierte Formen finden. Man kann das auch mit Poise, mit Leuchtdioden oder mit Feuer machen. Aber dafür muss man dann richtig lange üben.